Normalerweise sind Kobolde gierige, kleine, grüne, Gold- und Elixier-saugende Monster. Aber jetzt haben sie uns auch noch einen Leiharbeiter zur Verfügung gestellt. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, diesen kleinen Bauarbeiter, den haben wir gestern Abend schon mal im Livestream so ein bisschen beleuchtet. Aber man muss auch das passende Dorf dafür haben. Das heißt also, das geht jetzt bei meinem höchsten Account nicht. Der muss halt auch nichts mehr bauen. Deswegen ist dieser Arbeiter da völlig überflüssig. Aber das Ereignis ist auf jeden Fall schon mal da. Es ist jetzt Hilfe verfügbar. Und zwar für satte 60 Tage oder 61 Tage waren es, glaube ich. Ist jetzt da. Das heißt also bis zum 10.12., wenn ich das richtig gerechnet habe. Und ich hoffe, er verschwindet dann auch wieder, weil er sieht unmöglich aus, finde ich. Er sieht irgendwie unmöglich aus. Man findet ihn auch hier. Ihr müsst schon ziemlich genau hingucken. Ja, es hieß ja, neben dem Zelt baut er seine provisorische Werkstatt auf. Und die ist wirklich provisorisch. Da ist nur ein Hammer. Okay, da ist nur wirklich nur ein Hammer. Brauchst du Hilfe beim Bauen oder Forschen? Also, der kann nicht nur bauen, sondern der kann auch forschen. Das ist ein Tausendsasser. Für ein paar Juwelen helfe ich dir gerne weiter. Ich kann dir nur beim Bauen helfen, wenn du 5 Bauhütten hast. Also, ihr müsst mindestens 5 Bauhütten haben. Und ich glaube, man muss auch eine gewisse Ratterstufe haben, oder? Ich weiß es nicht so ganz genau. Dann ist er auf jeden Fall am Start. Und wie der am Start ist, klar, er ist natürlich viel zu teuer. Ich meine, es sind raffgierige, kleine, grüne Monster. Das ist ganz klar, dass die zu teuer sind. Zu einem wollen sie natürlich Juwelen verdienen. Zum anderen muss man auch fairerweise sagen, möchte auch Supercell ein bisschen Geld verdienen. Die Entwickler leben auch nicht nur von Luft und Liebe, sondern die leben von eurem Geld, Leute. Und wenn ihr nichts investiert, ihr müsst nichts investieren. Ja, ich möchte auch niemanden dazu zwingen oder irgendwie dazu aufrufen, hier Geld reinzustecken in das Game. Aber wenn man die Entwickler ein bisschen unterstützt, dann macht man das und ein Hobby, sage ich mal, kostet sowieso immer so ein bisschen was. Aber das sei mal dahingestellt. Und falls ihr die Muße habt, hier irgendwas im Shop zu kaufen, die schönen Angebote sind glücklicherweise weg. Aber wir haben gestern beim Clan Herausforderer ein paar schöne Geschenke bekommen. Vielen lieben Dank nochmal an die tollen und gierigen Spender. Dann gebt auf jeden Fall einen ordentlichen Creator-Code ein, eurer Wahl, Noobs-I zu sonstige. Und damit unterstützt ihr auch noch einen Creator eurer Wahl oder euren Lieblingscreator. Also wir gucken uns das Ganze an. Ich habe gestern ein paar Bauarbeiter hier mal losgeschickt, sodass ihr habt ihn erst aktiv zum Forschen. Ich glaube, zum Forschen hat man ihn sofort. Ich habe eben schon mein Labor gesucht. Ah, da. Ich glaube, zum Forschen hat man ihn sofort und er kann noch eine zweite Verbesserung reinbringen. Ich finde, der sieht irgendwie aus wie Pumuckl. Tut mir leid, der passt überhaupt nicht ins Bild. Ich, wie gesagt, ich bin froh, wenn der in 59 Tagen wieder ad acta ist, verschwunden ist. Aber er kann eine zweite Forschung für mich anstoßen. Die Ressourcen muss ich natürlich haben. Und angenommen, wir nehmen jetzt mal das teuerste. Das ist bei mir im Moment hier, was ist so ziemlich teuer? 155.000. Ich würde sagen, 160.000 hier für den Golem habe ich gar nicht. Wenn ich jetzt die Walküre noch anstoßen würde und würde das bestätigen, dann sagt er, hey, jetzt komme ich ins Spiel. Ja, zweite Forschung nebenher ist natürlich wirklich, wirklich cool. Das haben sich ja echt viele, glaube ich, auch gewünscht. Aber der kostet dann mal eben 400 Tacken. Also nicht Tacken, sondern 400 Gems. Und er braucht dafür nur ein paar Juwelen. Ich glaube, ich muss mal eben schauen. Das Ding läuft 10 Tage, 400 hatte er, das heißt also 40 pro Tag. 40 Juwelen pro Tag, aber das ist ganz schön. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr 40 Gems pro Tag zu teuer findet oder ist es eher günstiger? Weil wenn man ja mit den Gems sich die Ressourcentränke holt, also die Verschnellerungsressourcentränke hier, den Forschungstrank dreimal, dann habe ich 360 für 3 Stück los und habe sicherlich nicht so schnell, weil die Bauzeit ist die gleiche. Der baut nicht schneller oder der baut nicht langsamer oder ihr habt irgendwie Tage, die ihr nicht bauen müsst, sondern die Bauzeit bleibt die gleiche, 10 Tage. Er hilft euch halt nur, dass ihr eine zweite Forschung anstoßen könntet, mehr nicht. Und wie hilft er beim Bauen? Beim Bauen ist es sehr, sehr ähnlich. Ich muss jetzt allerdings den Bauarbeiter noch einmal losschicken hier ins Dorf. Und muss was, ich nehme mal was Billiges machen. Ich nehme mal hier die Luftbombe. Die bestätige ich. Jetzt habe ich keinen Bauarbeiter mehr frei. Ja, jetzt sind alle Bobs hier am Start. Und er schlägt mir auch immer noch was vor hier, nämlich eine suchende Luftmine. Das ist das, was ich mir gerade noch so leisten kann. Das ist auch das teuerste im Moment. Oder halt eine Mauer. Selbst bei einer Mauer
Leute, schlägt der zu. Wenn ich jetzt also sage, okay, mach mal eine Mauer, kostet 10 Gems. Eine Mauer, 10 Gems. Okay, das macht kein Mensch, oder? Sind wir mal ehrlich, das macht wirklich kein Mensch. Gibt ja 10 Gems dafür aus, nur damit er dann eine Mauer machen kann. Dann warte ich doch, bis ich wieder den nächsten Bauarbeiter frei habe. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Und wir haben dann hier auch eine Bauzeit bei der suchenden Luftmine von 4 Tage, 6 Stunden. Deswegen kommen manchmal auch komische Beträge bei rum, was er dafür haben will. Er möchte jetzt hier 170 haben. Ja, wenn man jetzt überlegt, 40 pro Tag, das passt dann ja nicht. Aber das passt dann schon, wenn wir dann rechnen. 4 mal 4 sind 160. Und dann noch die 6 Stunden sind nochmal 10 Gems drauf, also 170. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, aber erstmal, wie gesagt, er sieht so ein bisschen aus wie Pumuckl. Also ich habe dann irgendwie gestern Abend immer Pumuckl im Kopf gehabt. Und aber könnt ihr mir gerne reinschreiben, ob das hier sinnvoll ist, den auch mal zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, es ist ja immer noch kein Pay-to-Win. Es ist ja dann nur Pay-to, ich bin schneller. Oder Pay-to, ich bin eher fertig bis zur nächsten Raterstufe und kann dann upgraden. Das ist eigentlich so ein bisschen der Hintergrund. Jetzt ist er ja auch da und ich möchte aber im Moment nichts machen, weil ich gebe hier keine Gems aus, nur dass ich eine zweite Forschung jetzt habe, weil ich habe immer alle Zeit der Welt, Leute. Solltet ihr euch auslassen, aber ihr könnt euch natürlich überlegen, ob ihr für 10 Gems eine Mauer macht oder nicht. Ja, das haben wir dahingestellt. Mein nächster Bauarbeiter ist frei in 1 Tag, 9 Stunden. Das kann ich locker abwarten. Oder ich jamme das mit 307. Ne? Das ginge dann ja auch. Oder ich nehme jetzt einen Schub für den Bauarbeiter. Dann ist er ja sowieso noch ein bisschen eher fertig. Oder ich nehme jetzt den Hammer. Macht natürlich bei 1 Tag, 9 Stunden überhaupt keinen Sinn, den Hammer zu nehmen. Sondern eher bei so wichtigen Sachen wie Kaserne, Adler, Scattershot und so weiter. Ne? Aber okay, wir haben ihn einmal durchleuchtet und wie gesagt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch froh seid, wenn der wieder weg ist oder ob ihr das wirklich toll findet, dass man jetzt einen 7. Bauarbeiter sogar hat. Ich glaube, in einem Spiel von Supercell, ich meine, es ist Boom Beach, gibt es dieses Prinzip auch, dass man mehrere Bauarbeiter hat auf Zeit. Ich glaube, da kann man so für 2-3 Tage, für ein paar Gems, kann man sich dort auch noch einen zusätzlichen Bauarbeiter leisten, der dann halt irgendwann da in der Base dann baut. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass angenommen er hier ist nur noch 4 Tage da, dann könnt ihr natürlich nichts mehr anstoßen, denke ich mal, und ihn überbuchen, was jetzt so 5, 6, 8 Tage läuft. Ja, weil ab dem 5. Tag ist er verschwunden. Was passiert dann mit der Forschung oder kann ich sie gar nicht mehr anstarten? Oder halt, was passiert dann mit dem Ding, was ich bauen will? Dauert dann 8 Tage, ich klicke drauf und der ist nach 5 Tagen verschwunden. Und was ist dann mit meinem Ding? Ist das dann kaputt? Ja, man kann das Ganze natürlich auch für die echten Masochisten unter uns, man kann es auch sogar abbrechen, ja, dann bekommt ihr die Hälfte der Ressourcen wieder, aber nicht die ausgegebenen Gems, das sollte euch auch klar sein. Wir gehen so ein bisschen rein ins Farm, Leute, würde ich sagen, also ein bisschen Clash of Clans sollte es auf jeden Fall in der Folge geben. Ich habe im Moment hier mit dem Rathaus 13 immer einen Lalo am Start, das heißt also ein Blimp-Lalo mit den Superbogenschützen, den Magiern. Ich finde es im Moment, ist es einfach, ich habe eben schon mal 2 Angriffe gemacht, das seht ihr dort, beide mit 100%, der eine war sogar ein 14er, dieser hier, glaube ich, war sogar ein 14er, aber auch den haben wir dahin gerafft. Okay, der prügelt das Rathaus gerade hoch, aber die restliche Def ist halt noch ein bisschen low gewesen, deswegen habe ich mir auch vorgenommen. Wir gehen mal rein in die Suche, mal sehen, wir müssen eigentlich relativ schnell was für uns finden. Elixier brauche ich jetzt nicht mehr so viel. Das läuft jetzt über. Ich weiß, ich hätte vorher vielleicht eine Mauer machen sollen, bevor ich jetzt den letzten Bauarbeiter in das Feld schicke. Okay, 8K Dunkles. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Dunkles. Und mal sehen, die Blimp hier hat sich nicht verschlimmbessert oder sowas. Was baut er denn eigentlich hier? Ah, der baut eine Falle. Okay. Sondern ich hab die Tage immer ganz, ganz viele Blimps, ja, wirklich verworfen. Ich habe wirklich ganz, ganz viele Blimps verworfen. Und was natürlich auch ein bisschen doof ist. Aber wir gehen hier mal rein, weil die Blimp mir doch, ja, sie sollte also der Unsichtbarkeitszauber sollte nicht so spät geworfen werden wie jetzt. Denn da sind jetzt gerade wieder viel zu viele Truppen kaputt gegangen, sondern ja, wir machen den Angriff ja gleich nochmal, aber nicht weit genug gekommen. Okay, ich hätte jetzt auch einen Hund vorweg schicken können, aber das Rathaus ballert sowieso nicht. Vielleicht kriegen wir den Scatter noch. Ja, den Scatter kriegen wir noch da. Und hier außen bekommen wir auch noch ein bisschen was. Wir nehmen den King hier, glaube ich, mit. Nehmen ihn hier mit. Einmal den Magier, also nicht den Magier, Entschuldigung. Er sieht immer so ein bisschen so aus wie der Magier, der Kleine.
Apprentice hier, der Lehrling, der Warden-Lehrling, dann hat zumindest mein King ein paar mehr Trefferpunkte, meine Queen wollte gar nicht mehr Trefferpunkte haben, sondern da müssen es hier so ein bisschen die Headhunter machen, wunderbar. Und hier oben lasse ich ihn mal laufen und hier unten habe ich halt nichts mehr, deswegen da hätte ich die jetzt auch da mal reinschicken sollen. Aber ich muss jetzt auf jeden Fall den Adler kaputt bekommen, weil der fängt jetzt gleich an zu schießen. Luftabwehr ist dort drin. 1, 2, 3 dahinterher. Warden ziehen wir hier, also den Royal Champion nehmen wir hier auch mit hinterher. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muss mal eben gucken, dass wir die auch pünktlich hier zumachen. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir ihn hier noch darauf. Würde ich sagen, sieht aber noch ganz gut aus. Und wir haben den Royal Champion noch. Oh, der Single. Der Single ballert da aber heftig. Und ich kriege den Single. Oh, den habe ich noch down bekommen, aber den nächsten kriege ich nicht mehr down. Okay. Aber man hat auch kein Pet, ne? Man hat auch kein Pet. Der war also nicht so doll, der Angriff. Aber wir haben noch ein bisschen was geschafft. Nicht ganz so viel Ressourcen, aber ich denke mal, die Angriffsstrategie ist auf jeden Fall ausbauend wert und ich benutze die im Moment auf Rathaus 13 und auch auf Rathaus 12, glaube ich. Das ist bei den etwas höheren Rathausstufen bin ich mir dann doch ein bisschen unsicher. Aber da muss ich auch nicht mehr viel machen. Auch bei Avatar, für die Leute, die es interessiert, mein Rathaus 14 ist fertig. Ich habe die letzten Mauern fertiggestellt bekommen und ich warte da jetzt auf Rathaus 15, aber es wäre natürlich schön, wenn ich auch dann wieder ein 14er hätte. Das heißt also, eigentlich möchte ich ganz gerne, dass der Beckensheriff hier ein bisschen schneller vorankommt. Könnte mir natürlich der Lehrling so ein bisschen reinspielen jetzt gerade, ne? Könnte natürlich der Lehrling mir ein bisschen reinspielen. Naja, ich frage nochmal gerade an, dass ich hier Truppenkriege mache, einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Okidoki, wir sind full. Und ich müsste eigentlich auch mit diesen Accounts hier, das solltet ihr auch mal machen, ab und zu mal in den Pass schauen, auch in den Fall. Okay, das ist was für die Grünen, ne? Das ist was für die Grünen hier, für die Schleichis. Wäre aber auch was für uns. Adler schießt nicht, okay. Wir können dann ruhig mal machen, würde ich sagen. Er hat jetzt nicht wirklich fürchterlich viel Ressourcen. Nee, das wird das Ganze dann nicht wirklich widerspiegeln. Also so einen richtigen Angriff, dann greife ich doch lieber andere Dörfer an. Zum Beispiel so eins hier, 10k dunkles. Perfekto. Mal gucken, wo wir hier reingehen können. Da. Ich würde sagen, wir landen da auf den Adler. Dann lass uns das mal so machen. So, 1, 2, 3. Einen von da und einen da. Damit die Luftabwehr darauf geht. Der Scattershot schießt keine Ahnung worauf. Aber den muss ich jetzt landen lassen hier. Also erst den Unsichtbarkeitszauber geworfen. Und wenn der gut geworfen ist, Leute, dann geht die Post hier ab in der Mitte. Weil die räumen hier wirklich gut ab. Die räumen hier echt gut ab. Vielleicht noch den Adler. Das wäre ganz schön. Ah, den habe ich mit unsichtbar gemacht, wa? Ah, sehr ärgerlich. Okay. Den habe ich leider mit unsichtbar gemacht. Okay. Das ist natürlich ein bisschen doof gewesen. Alles klar, dann lassen wir die hier hinten mal laufen. Den Apprentice mit dabei. Ich nenne den immer so. Das ist der englische Begriff für den kleinen, super tollen Minimagier hier. Der King könnte natürlich nach... Nein, geh da nicht rein. Nein, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Mach die Queen vielleicht. Warum auch? Latscht ruhig weiter. Da gibt es ja noch viel, viel mehr Gebäude für euch. Richtig tolle sogar. So, wir müssen jetzt allerdings hier recht schnell mal durch. Ich nehme mal eine frühe Wardenzündung gerade. Obwohl, da müsste natürlich eigentlich der Adler weggehen, ne? Ach, das ist ein bisschen doof. Ich hätte vielleicht doch über die Adlerseite kommen sollen. So, die drei muss ich da eben mal reinschicken, weil da kommen jetzt die Helden auf uns zu. 1, 2, 3, 4, 5. Nur eben mal ein bisschen aufpassen. Ah, sieht noch ganz gut aus. Kleiner Overkill. Okay.
Naja, macht nichts. Ich habe ja gesagt, das Dorf ist nicht so gut. Ich habe mich mal wieder von den Mauern täuschen lassen, obwohl ich jetzt mit Luft angegriffen habe. Aber ist okay, so schmeckt auf jeden Fall mein Kaffee noch ganz gut. Ja, der ist schon wieder fast kalt, okay. Sollte ich vielleicht dann auch etwas eher zu mir nehmen. Aber so kann man es ganz gut machen. Und ich denke mal 10 K dunkles, 800, 1000 von dem Gold. Aber ich brauche ja wie gesagt erstmal jetzt anderthalb Tage nichts und müsste jetzt eigentlich so ein bisschen mal wieder was mit Blitz und Heiler. Was kann man da spielen mit Blitz und Heiler? Mit Blitz und Heiler. Wir können mal 3 Blitz nehmen, würde ich sagen. 1, 2, 3. Für irgendwie einen Fehler. Wir nehmen hier ein paar von denen mit, würde ich sagen. 2 von denen. Nehmen 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir nur 3. Ne, nehmen wir 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann machen wir trotzdem Lalo dahinterher. Das Ganze ist dann halt ein QC-Lalo. Den nehme ich immer gerne mit im Rathaus 13 Bereich. Fragt mich nicht warum, aber ich nehme ihn gerne mit. So, da haben wir natürlich jetzt nicht mehr ganz so viel Ballons. 18, 19, 20. Und noch so ein bisschen Cleanup. Das war es nicht vergessen. Schon fast zu wenig Cleanup, Leute. Denkt immer an Cleanup. So. So passt das. Belagerungsmaschine haben wir auch genug. Perfekt. Kann das Farm auf jeden Fall weitergehen. Wie gesagt, ich möchte ganz gerne hier den Becken-Sheriff so ein bisschen Richtung 14 bringen. Aber der hat auch noch richtig viel zu tun hier. Und auch im Labor ist noch einiges offen. Also wird noch ein bisschen dauern, bis wir den nächsten 14er hier haben. Avatar hat jetzt unheimlich lange gedauert. Und der wird noch mal etwas länger dauern, weil der das Ganze auch ohne Pass spielt. Das heißt, er spielt natürlich schon mit Pass, aber halt nur den Silberpass. Wenn euch die Folge um diesen kleinen Kobold trotzdem gefallen hat, wir haben ja ein bisschen Clash of Clans gespielt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Ich bleibe jetzt einfach sitzen, mache noch so 1, 2 Folgen fürs Wochenende und dann sehen wir uns am Wochenende sowieso in alter Frische wieder. Heute Abend spielen wir nicht nur Clash of Clans im Livestream, sondern wir spielen heute Abend eine Runde Fortnite. Also wenn ihr euch einen Noob anschließen wollt, dann kommt in meinen Discord und dann joint unser Team oder mein Team, was wir da so zu zweit haben. Und dann haben wir da auch noch ein bisschen Spaß. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.